Liebe Schwestern und Brüder, gestern habe ich 5 riesige Töpfe mit Kräutern gekauft. Thymian und Rosmarin für 5 großartige Frauen. Kirchenälteste in Queinfeld. Christine, Gabi, Heidrun, Marion und Anita. Am Sonntag will ich mich nämlich bei Ihnen bedanken, denn Sie managen gerade zu 5 die Vorbereitung für einen volksfestartigen großen Regionalgottesdienst auf einer kleinen Waldbühne mit anschließender, ausgiebiger, unterfränkischer Geselligkeit. Und die Kräuter sind genau das richtige Geschenk, denn diese Frauen bringen Würze in das Dorf, Heilsames unter die Menschen und Blühendes in die Kirchen. Gottes Aroma im Alltag, den Thymian der Freundlichkeit und den Rosmarin des Zueinanderhaltens. Und mir geht das Herz über, wenn ich davon spreche. Und ich weiß, ihr habt jeder und jede gleich Dutzende solcher Anitas und Gabis vor Augen, die ihr kennt, da wo ihr arbeitet. Christine und die anderen Frauen wollen wissen, wie es mit ihrer Gemeinde weitergeht. Anita möchte, dass sich endlich was ändert. Marion möchte, dass mehr Leute in die Kirche kommen. Gabi kann sich vorstellen, dass wir mal ganz andere Sachen machen. Heidrun würde liebend gerne mehr Leute einbinden. Sie wollen Kirche. Ich auch. Dass ich heute mit Marion und Heidrun daran baue, an der Kirche, das begann vielleicht mit diesem Spruch. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Bei diesem Spruch blieb nämlich mein letztes kleines Merkzeichen aus zerrissenem Zeitungspapier in meiner alten Lutherbibel stecken. Der sollte es werden. 1987 habe ich mir diesen Konfirmationsspruch selbst gewählt. Und das Furchtlossein, das probiere ich seitdem. Seitdem wir zu zweit, meine Freundin Katrin und ich, damals durch die Glindower Kirchentür schritten. Sie die Einzige, die ein Jahr auf die Konfirmation gewartet hatte und ich als Einzige meines Jahrgangs, die keine Jugendweihe machte. Kirche war für mich damals Sonntagsgottesdienste, wenn ich Lust hatte, Gemeindefeste in unserem Garten, Bastelfrauen in unserer Küche, die ganze Gemeinde auf unserem Familienklo, Frauengesänge und Erwachsenengelächter spätabends unter meinem Jugendzimmer, das über dem Gemeinderaum lag, Mobitspuren und Kippen im Hof von den Jugendlichen aus unserem Keller, Liedermacherkonzerte, Landesjugendsonntage, Christenlehre, Rüstzeiten, Kirchenchor, Kreisjugendkonvent, eine Mutter als Pfarrerin. Also Kirche war irgendwie einfach Teil meiner Familie. Und außerhalb dieser Familie war die DDR wie eine Parallelwelt. Und in beiden war ich zu Hause. Selber Pfarrerin zu werden, lehnte ich damals ab. Ich fand mich nicht fromm genug und die Kunst viel interessanter. Es kam anders. Ob ich jetzt fromm genug bin, das weiß ich nicht, aber etwas anderes als Pfarrerin will ich nicht sein. Eine von denen, die zu Christus gehören und von ihm in aller menschlichen Unvollständigkeit reden und zeugen und an ihm zweifeln und immer wieder überrascht werden. Wie gestern. Gestern Mittag habe ich den weinenden Kopf von Brigitte gehalten. Mitten im Weinen beugte sie sich vor und legte ihr Gesicht in meine offenen Hände. Brigitte hat gerade mit 81 Jahren ihre Zwillingsschwester verloren. Sie barg ihren Kopf in meinen Händen einen Moment und dann redeten wir lange und beteten. Und nur eine Stunde später hielt ich die winzige kleine Urne mit der Asche von Helge, der zu früh auf die Welt gekommen war. Und seine Eltern nahmen die kleine Urne aus meinen Händen, herzten und küssten sie und legten sie langsam in das kleine Loch in der Erde und bedeckten es mit Blüten. Und eine weitere Stunde später spürte ich warm die Köpfe von Werner, dem Lektor, und Rosemarie, seiner Frau, und Helmut, der im Nebenbett lag im Krankenhaus,
beim Segnen, nachdem wir Brot und Wein an Werners Sterbebett geteilt hatten. Von Gott berührte Momente, Alltagsthymian-Duft von Gott mitten am Tag. Auf den ersten Blick ziemlich traurige Geschichten, die von mir und meiner Arbeit erzählen. Für mich waren sie unglaublich kraftvoll und erzählten alle von der Kraft Gottes. Und ich mag es, wenn Gott auf diese Weise spricht. Einer Frau, die ihre Lieblingsschwester in die Hände Gottes geben kann. Ein Mann, der sich am Ende seiner Tage geborgen weiß in Gottes Vergebung. Und Eltern, die erleichtert sind, dass ihr Kind nicht alleine sein wird. Es waren drei Augenblicke, wo Menschen sich gerade in ihrem Zerbrochensein in Gott wiederfanden. Und es sind Momente, in denen ich das Gefühl hatte, als könnte ich nirgendwo anders auf der Welt sein als genau da. Als Kabelhalterin Gottes. Manchmal werden wir zu Kabelhaltern Gottes, um passiv oder aktiv sein Wort und seine Kraft weiterzuleiten oder um sie sichtbar werden zu lassen, um Verbindungen herzustellen. Das ist uns aufgetragen, uns allen zusammen. Und wenn ich uns sage, meine ich die Kirche. Von Friedrich bis zu Anita. Meine ich uns, drinnen, in der Kirche. Es ist oft sehr schön da drinnen in der Kirche. Aber oft sind wir auch ziemliche Drinnenmenschen, finde ich. Und das ist das erste von vier Themen, die ich hier nennen will, die mich umtreiben und die mich antreiben. Wie unsere Kirche wächst und bleibt. Bonhoeffer hat mal dazu gesagt, Kirche darf nicht um sich selbst kreisen. Das Kabelhalten für Gottes Wort soll ja aus dem Drinnen in der Kirche nach draußen, wie beim Tanken. Keiner pumpt das Benzin zurück in die Tanksäule, sondern raus aus dem Tank und hindurch durch den Schlauch in das Auto der Kundschaft. Wir, die Kirche, sind eine der Ideen Gottes, um hinauszugehen und auf jegliche Weise in Wort und Dasein und Tat von seiner Liebe zu künden. Und nicht, um uns, die Kirche, zu verbreiten, sondern Gottes Wort. Das Geschäft der Kirche, unser Geschäft, ist nicht die Konzentration auf unseren Selbsterhalt und auch nicht auf die Rettung der Welt, sondern das Erlöstsein zu leben, die anbrechenden Strahlen des Gottesreiches zu teilen, Gerechtigkeit und Solidarität wirklich werden zu lassen und den Shalom Gottes zu beginnen, so unperfekt wir das auch können. Bei der Tagung der Erprobungsräume neulich sagte ein Ältester ungefähr sinngemäß: Bei all der umfangreichen Arbeit im GKR, beim Kirche sein, da wäre der Spaß dann irgendwie auf der Strecke geblieben. Aber nun mit diesem neuen Projekt hinauszugehen, da wäre das Leben wieder da. Ja, da steckt das Leben. Da trifft unser Kabel auf Empfänger und Energie kann fließen. Da müssen wir gar nicht schüchtern sein, von dem zu reden, was uns trägt. Ich werde gerne weiter mit euch das Drinnen liebhaben, aber auch das Draußen betanken, so wie es ganz viele tun, schon längst in unseren Gemeinden. Suchen wir zuerst Gottes Reich in dieser Welt, lassen wir Gottes Licht durch uns scheinen in der Welt, wie wir es schon so oft zusammen gesungen haben. Aber was für eine Gestalt braucht eine Kirche? Dafür frage ich mich oft, und das ist mein zweiter Gedanke. Wie können wir glaubhaft Kirche sein? In einem Thesenpapier schreibt unser Altbischof Krusche vor 50 Jahren, dass wir prüfen sollen, ob unsere Strukturen und Formen noch der Ausbreitung von Gott in der Welt dienlich sind. Er sagt, es darf keine ein für alle Mal Strukturen geben, sondern sie müssen flexibel sein. An die Stelle von Parochialen müssten raumgemäße Strukturen treten, hat er gesagt vor 50 Jahren. Nämlich, was, wenn nicht nur unsere Kirche Leib Christi ist? Vielleicht sind wir nur die Arme, weil Leib und Beine in der Welt liegen. Austernförmige Strukturen helfen da nicht weiter. Und ich bekomme große Lust, gemeinsam mit euch zu schauen, welche Gemeindeformen noch denkbar sind
und wie wir frei werden können, eine riesige Vielfalt zu ertragen und zu ermöglichen, ohne den anderen abzusprechen, ebenso KabelhalterInnen Gottes zu sein. Nur eben auf ihre Weise. In der Tagung der Erprobungsräume berichtete jemand anderes, ein Projektleiter, über sein Stadtteilprojekt, welches Räume eröffnet und Nachbarschaft ganz neu schreibt. Im gemeinsamen Essen und Musik machen, Dasein, Zuhören, ohne die Bibel dabei hochzuhalten oder die Wiedereintrittsbescheinigung schon in der Tasche zu haben. Einfach so, dass dies einfach Gemeinschaft eröffnen, ihr Projekt sei. Und der Glaube, so sagt er, der schlängelt sich da tatsächlich einfach durch. Wir dürfen Gott so viel zutrauen. Zutrauen, dass er aus dem, was wir anfangen, etwas machen kann und dass er damit nicht aufhört. Einmal hatten wir in unserem Pfarrbereich hier im Burgenlandkreis eine Kirche für den regulären Gottesdienst geschlossen. Viele von euch haben Ähnliches erlebt. Am Ende schien es aber, als hätten wir damit ein Samenkorn in die Erde gelegt. Denn junge, neu zugezogene Eltern entdeckten die Wiese daneben zum Spielen und erkundeten die Kirche gleich mit. Etwas Unerwartetes wuchs plötzlich. Lasst uns nicht die Überraschungen ausplanen und lasst uns noch viel mutiger sein. Gottes Kirche darf ruhig mal aus den Nähten platzen und Mauern sprengen. Gottes Kirche darf mal in der Kneipe sein oder auf Wanderschaft. Die Formen, die sich finden könnten, könnten wunderlich sein. Denn unser Kerngeschäft, der Glaube, Gottes Geistkraft, folgt nicht unserer Logik, nicht der Logik der Welt, nicht unseren Bauvorschriften und auch keinem Fünfjahresplan. Kurt Marti hat eine Vermutung formuliert. Ein Gott, der kirchenförmig gedacht wird, hindert die Kirche daran, gottesförmig zu werden. Ein Gott, der kirchenförmig gedacht wird, hindert die Kirche daran, gottesförmig zu werden. Ich finde eine Kirche glaubhaft, deren Struktur zu ihrer Botschaft passt. Wie ein Licht in der Nacht. Denn Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Und wie passt nun dazu unser Betriebsklima? Man sagt heute Organisationskultur. Wie passt die zur Botschaft Jesu von Freude und Barmherzigkeit? In seinen Thesen von 1972 sagt Bischof Krusche auch noch, wir wären dran, wir alle, den Shalom Gottes mit auszubreiten in einem heilen und erfüllten Miteinander. Und das ist mein dritter Punkt und dafür schlägt mein Herz wirklich besonders. Wir, die MitgestalterInnen als Dienstgemeinschaft Gottes, sollen wir den Shalom abbilden. Zuallererst müssen wir das Miteinander leben. In den Gemeinden unter uns KollegInnen, Studien sagen, dass sich ein riesiger Teil von Mitarbeitenden, egal in welcher Branche, einfach nicht traut, ihre Meinung zu sagen. Viele Mitarbeitende in der Kirche erleben auch manchmal Misstrauen und Kontrolle, erleben von oben herab und fühlen sich nicht gesehen. Manche werden krank. Das bedrückt mich. Versteht mich nicht miss, ich habe total wunderbare KollegInnen, aber was glauben wir manchmal insgeheim, was der andere Kollege, die andere Kollegin da eigentlich tut in ihrem Pfarramt? Wie ist unsere Kultur des Miteinanders? Wie denken wir über Menschen, die Verantwortung übernehmen? Das kann ich euch sagen. Nun hast du also die Seiten gewechselt, sagte jemand als Reaktion auf meine Kandidatur für das Amt der Regionalbischöfin. Nun hast du also die Seiten gewechselt. Ich denke, welche Seiten? Nun hast du also die Seiten gewechselt? Heißt, du stehst nicht mehr auf unserer Seite? Auf welcher Seite dann? Auf der gegnerischen Seite? Ist das so? Sind wir Gegner? Heißen die Gegner oben und unten? Dieses alte Prinzip, nach dem Gesellschaft und Kirche Jahrhunderte strukturiert waren und noch sind, oben und unten, herrschen und gehorchen, Obrigkeit und Untertanen. Es scheint immer noch Hauptbestandteil der Vorstellung, auch von Kirche zu sein.
Man könnte es einfach historisch entschuldigen, die gute alte preußische Ordnung. Aber ist das Modell, mit dem wir heute Kirche weiterbauen wollen? Oben und unten? In meiner Bibel steht etwas von einem Körper, einem lebendigen Körper, der atmet und sich bewegt. Ein verletzlicher Körper, einer, der auf seine Umwelt reagieren kann, der stimmig ist in sich, der Empfindungen hat, ein Körper ohne Dienstweg. Und Jesus sagt, das sind wir, du und ich und alle zusammen, so ein Körper. Die Seiten gewechselt, das klingt abgekämpft. Und allein diese Bemerkung vom Seitenwechsel ist ein Grund mehr, dass ich heute hierher komme, auf welche Seite auch immer. Ich brauche diese Seiten, wo sie existieren, nämlich nicht mehr. Und vielleicht sind ja hier noch mehr, denen es so geht, und vielleicht dann kämen wir gemeinsam ins Gespräch und vielleicht auf einen nicht zufälligen Weg. Und das wird mein vierter Gedanke. Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin wir kämen, wenn wir gingen. Wenn ihr, liebe Schwestern und Brüder, den Satz aussprecht, es kann sich ganz viel ändern, wie sprecht ihr ihn? Es kann sich ganz viel ändern. Es kann sich ganz viel ändern. Für die meisten Menschen in Deutschland ist der Gedanke an die Zukunft mit Ängsten und Zweifeln belegt, also negativ. Ist das nicht unglaublich schade? Ja, es wird ein schwerer Weg, das sagt man sich immer wieder gerne. Und es ist ja auch nicht falsch. Und ich gebe zu, ich ertappe mich auch oft dabei. Und dann versuche ich mich aber zu erinnern, dass Gott einfach so in meine Nachbarschaft ziehen könnte. Dass meine Schubladen nicht seine sind und meine Denkbarrieren aus seiner Perspektive tatsächlich unsichtbar. Ich wünschte mir eine Kirche mit spürbarer Zukunftshoffnung. Gott vermutlich auch. Eine, die zwischen den Stühlen leben kann, die ich an Stehtischen, Hecken und Zäunen fände, sogar in Bars und digital. Und dann finde ich in meinem Herzen eigentlich, dass wir mutig sein dürfen, trotz Unsicherheit. Dass wir das Kontrollieren aufgeben können und mehr einfach anfangen sollten. Und ich würde gern direkt losgehen mit allen, fröhlich und aufgeschlossen und unerschrocken. Als Gottesvolk im Parcours des 21. Jahrhunderts. Mit einem Dennoch auf den Lippen, singend, Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Lasst uns Kirche geistlich glaubhaft gemeinsam gestalten. Mit einem klaren Kern, mit diversen Formen, in lebendiger, liebender Fülle und mit viel Lust auf Zukunft. Sodass es anderen ist, wenn sie vorbeikommen, als hätten sie einen klaren Duft vernommen. Vielleicht was mit Thymian, Gottes Aroma. Vielen Dank.